zwischen Tagesanbruch und voller Morgensonne. Wir hören auf Worte aus dem Lukasevangelium. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedachte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand der Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen im Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Adventszeit ohne Singen ist undenkbar. Zu den alten Adventsgesängen gehört das Benediktus des Zacharias. So wie Zacharias kann eigentlich nur jemand singen, der blind ist für die Realitäten der Welt. Da herrscht schlimmste Unterdrückung im jüdischen Land. Und dann singt er einen Lobpreis von der schon geschehenen Erlösung seines Volkes. Zacharias blickt weit zurück in die Vergangenheit. Er greift auf alte Verheißungen zurück, um seine Gegenwart zu verstehen. Zugleich greift er so weit voraus, dass die Zukunft als schon geschehen dargestellt wird. Der vor Augen liegenden, trüben Wirklichkeit stellt er die Wirklichkeit der Verheißung entgegen. Sein Lied wird zum Protestlied gegen die Ungerechtigkeit seiner Zeit. Und es wird zum Glaubenslied, denn der Glaube ist der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Mit dem Benediktus stimmen wir ein in Worte eines kühnen Glaubens. Singen wir von Erfülltem, obwohl so vieles in unserer Gegenwart dagegen spricht. Eines unterscheidet uns von Zacharias. Was für ihn nur im Gesang vorwegzunehmen war, das ist für uns wirklich geschehen. Gott hat besucht und erlöst sein Volk. Wir schauen zurück auf Gottes Besuch in dieser Welt. Im Wirken Jesu ging die Sonne seiner Gerechtigkeit auf, wie ein Lichtstreifen, der wächst, bis er zur vollen Sonne wird. Menschen, die in Jesus Gott begegnen, sahen Licht Gottes in ihrer Finsternis. In der Begegnung mit Jesus erlebten sie Erfüllung des von Gott Verheißenen. Auch damit ist menschliches Warten noch nicht an sein letztes Ziel gekommen. Noch nicht sind alle erlöst, die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. So schauen wir mit Zacharias zurück und nach vorn. Gott hat uns besucht und er wird uns in seiner großen Barmherzigkeit wieder besuchen. Wir leben zwischen Tagesanbruch und voller Morgensonne, zwischen dem ersten und dem zweiten Besuch Gottes. Das ist die Standortbestimmung unseres Lebens, bis dass er kommt.